machen. Spiel ist ja ciao. Oh, geht schon los? Ja. Moin. Naja, also als größter Zelda-Fan unter der Sonne spiele ich natürlich jeden Zelda-Titel. Das heißt, nicht nur die Haupttitel, sondern auch die Serienableger, wie ganz aktuell das Spin-off Triforce Heroes. Nintendo war so lieb und hat mir schon mal vorab einen Download-Code geschickt. Deshalb kann ich das Ding schon mal ein bisschen anzocken. Ich freue mich natürlich riesig auf das nächste richtige Zelda, bezweifle aber inzwischen so ein bisschen, dass der Titel tatsächlich auf der Wii U erscheinen wird. Ich halte es für durchaus denkbar, dass das neue Heimkonsolen-Zelda schon für die neue Nintendo-Konsole erscheint. Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Bis es soweit ist, wird auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit verstreichen und die kann man sich eben damit vertreiben, indem man das neue Handheld-Abenteuer von Link spielt. Triforce Heroes, sehr kurzweilig, macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn man natürlich kein wirklich richtiges neues Zelda erwarten darf. Warum saß ich jetzt eigentlich gerade in dem Karton, Julius? Da lacht doch keiner drüber, oder? Vielleicht doch, mal gucken. Egal, wir machen weiter mit der Rubrik Hört. Ganz aktuell gibt es leider nicht wirklich ein neues Album, das mich brennend interessiert. Und deswegen höre ich im Moment mal wieder so ein paar Klassiker. Also die 10.000 Days von Tool habe ich mal wieder rausgekramt. Die gute alte Origin of Symmetry von Muse. Meiner Meinung nach das nach wie vor mit Abstand beste Muse-Album. Oder auch meine Lieblingsplatte von Radiohead, die OK Computer. Alle CDs, die man meiner Meinung nach gehört haben sollte. Ich habe sie mal wieder rausgekramt aus der alten Kiste und mich dabei ertappt, dass es echt wieder viel Spaß macht, diese alten Dinger zu hören. Diejenigen von euch, die mich schon ein bisschen länger verfolgen auf YouTube oder Facebook, wissen natürlich, dass ich nicht nur auf das eingangs erwähnte Zelda ziemlich abfahre, sondern auch großer Fan des Anime-Studios Ghibli bin. Und deswegen lese ich jetzt endlich mal diesen Schinken hier. Der nennt sich Starting Point 1979 bis 1996 und dreht sich um den Studio Ghibli-Gründer Hayao Miyazaki. Wie der Titel bereits vermuten lässt, thematisiert das Buch vor allem die Anfänge dieses Künstlers und kommt mit sehr, sehr viel interessantes Material, mit vielen Interviews, Hintergrundberichten und vor allem schönen Erinnerungen an die Anfangszeit dieses beeindruckenden Künstlers daher. Für jeden Ghibli-Fan auf jeden Fall eine Must-Read. Sagt man das so, Julius? Das sagt man so. Das sagt man so. Allerdings ist die Voraussetzung, dass ihr einigermaßen gut Englisch sprecht bzw. lesen könnt, denn das Buch erscheint nur im Englischen bzw. Japanischen. Eine deutsche Übersetzung gibt es bislang, glaube ich, noch nicht. Sollte einen als großen Anime- oder eben Ghibli-Fan aber auf keinen Fall davon abhalten, dieses Buch zu lesen. Sehr empfehlenswert. Und ich schaue zusammen mit euch am heutigen Abend, also am Freitag, den 25.09., den neuen Film von M. Night Shyamalan, The Wizard. Der Grund dafür ist die Social Movie Night bzw. die Social Movie Tour. Also der gute Patrice und der Robert, die Verantwortlichen dieses Events, gehen zum ersten Mal auf Deutschland-Tour, haben heute ihren letzten Tourstopp in München und der komplette Kinosaal wurde verlost. Ich hoffe, ganz viele von euch heute Abend anzutreffen. Natürlich wird auch der Rest der High-Five-Truppe, also Julius, Adrian, Flo und Maxi und Marco mit am Start sein. Wir machen uns einen schönen, wahrscheinlich ziemlich gruseligen, aber bestimmt auch extrem spaßigen Abend. Ich freue mich drauf. So, und jetzt freue ich mich wie immer auf eure Tipps. Was lest, spielt, schaut und hört ihr denn? Rein damit in die Kommentare. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ein schönes Wochenende. Julius, die Aufnahme ist im Kasten und ich auch gleich. Oh, das war aber eine Woche, du. Das war aber eine Woche, du. Oh, machst du zu? Ah.